Mahlzeit und einen wunderschönen guten Morgen oder auch guten Abend. Willkommen zu diesem Video. Heute werden wir uns um eine Waffe kümmern, ja, um die Haxwa. Die wird bestimmt der ein oder andere bereits kennen. Auf diesem Kanal habe ich sie mehrfach schon vorgestellt und heute werde ich sie natürlich nochmal vorstellen. Wir werden uns anschauen, was die Haxwa kann, wie man sie am besten perkt, was man beachten sollte bei der Waffe und welche Besonderheiten hat sie. Denn tatsächlich hat sie eine Besonderheit, die, glaube ich, so keine andere Waffe besitzt. Und dementsprechend schauen wir uns das einfach mal an. Die Haxwa ist ein LMG, wahrscheinlich kennt jemand oder kennen die anderen natürlich auch die Candycorn, die natürlich 1:1 genauso aussieht, außer dass die Candycorn einen anderen Skin hat. Ansonsten, ihr könnt die Haxwa bereits hier sehen, sie befindet sich im Erzbreitkorps. Dann haben wir dreimal Schaden, einmal Schaden gegen deine Ziele und verursacht Leitschaden und das Element ist Energie. So würde ich übrigens auch empfehlen, die Waffe zu perken. Ich würde sie hierbei aber nicht auf Breitkorps empfehlen zu perken, sondern auf Schatten bzw. auf Sonnenschein, um deutlich mehr Schaden mit dieser Waffe ausüben zu können. Ja, das entsprechend dazu. Schauen wir uns mal das im Einzelnen mal an, warum die Waffe nur auf Schaden geperkt werden kann. Das liegt einfach daran, dass es hier nicht die Möglichkeit gibt, wie bei der Candycorn oder bei anderen LMGs oder halt anderen Waffen, dass man Crit-Schaden und Crit-Wertung mitnehmen kann. Warum die Haxwa das nicht bekommen hat, kann ich bis dato nicht sagen. Damals war meine Vermutung gewesen, würde diese Waffe, die Haxwa, auf Crit-Schaden und Crit-Wertung geperkt werden können, dass sie dann wahrscheinlich die Candycorn deutlich aus dem Lehm jointen kann. Aber ja, kann ich leider nicht genau sagen. Ich würde hier, wie gesagt, den Leitschaden empfehlen. Andere Sachen sind hier komplett unrelevant, denn ihr werdet euch, und das ist sehr interessant, dass wir diesen Kernvorteil jetzt bekommen haben, 2 Sekunden lang auf der Stelle stehen, um 11% mehr Schaden zu machen. Hört sich im ersten Moment natürlich ganz nice an, aber ihr werdet euch hauptsächlich, beziehungsweise ich bewege mich hauptsächlich mit dieser Waffe eigentlich immer im Gefecht. Ja? Das heißt, dieses Rumstehen wird bei mir nichts bringen. Darüber hinaus können wir auch gleich darüber sprechen, gegen was für Gegnerarten werdet ihr mit dieser Waffe kämpfen. Ihr werdet hauptsächlich gegen Kleinkram kämpfen, das heißt, die Waffe ist perfekt geperkt, um gegen Kleinkram zu spielen. Ich habe hier übrigens eine zweite, noch eine lustige Variante am Start, generell. Ja. Übrigens, eine Sache vorweg, es ist aktuell oder ist generell so, dass wenn ihr Magazingröße dabei habt, ja, dass ihr die Waffe nochmal durchladen müsst, leider. Das kann ich hier kurz bei der Tiger, bei der Haxwa nochmal zeigen. Ja, die hat hier 100 Kugeln dabei, die andere hat auch 250. Ihr müsst die Waffe halt wirklich einmal durchladen, ja, damit das dann funktioniert. Warum das bei Magazingröße so ist, kann ich leider nicht sagen. Aber nun denn, ich habe, wie gesagt, einmal die spaßige Variante dabei, die auf Natur mit doppelt Magazingröße, Leitschaden und Schussrate geperkt ist. Und dann einmal die komplett auf Damage. Und ich würde sagen, wir steppen auch einfach mal ins Gefecht rein. Moin. Moin. Guten Tag. Tschüss. Ja, ist natürlich nicht auf Damage geperkt, ist natürlich ganz klar. Da sollten wir uns gleich die Energievariante schnappen. Einfach mit der ein bisschen Spaß haben. Und man kann die ganz gut sehen. Also wir räumen hier gegen die Kleinkram relativ gut auf. Haben natürlich das Problem, ja, Magazin ist jetzt hier eher was anderes. Weil wir doch schon eine sehr, sehr hohe Schussrate haben. Wir können sie gleich natürlich mit der Candycorn vergleichen. Eigentlich, aber das wird jetzt hier nicht kommen, weil die Candycorn generell kacke ist. Candycorn spielt so gut wie kaum einer, weil sie nur physisch ist. Wenn sie auf Energie wäre, dann wäre sie der komplette Beast. Wäre sie komplett im Beast-Mode und würde alles löschen. So würde die Haxwa wahrscheinlich, wenn sie mit den Perks der Candycorn zusammen ist, natürlich auch krass sein. Aber nun denn, wir können ganz gut sehen, die Waffe kann Kleinkram relativ gut weglöten. Ja, es gibt, glaube ich, kaum eine andere Waffe, die das wirklich so gut kann. Ja, die Haxwa, würde ich dazu tatsächlich sagen, sie gehört zu einem der besten Waffen, Sturmgewehren im Spiel, wenn es darum geht, Kleinkram wegzuholen. Ich will sie jetzt nicht vergleichen mit einer Nocturne oder mit einer Phantom. Phantom ist deutlich besser geeignet. Oder auch Sturmkönig Geisel. Die Haxwa, wie gesagt, ist eher für Leute, die generell Kleinkram immer ein bisschen weg haben wollen. Und nicht mit der Phantom gerade arbeiten möchten oder sonstiges. Da ist die Waffe sehr, sehr gut geeignet. Auch für physische und ganz gut performen. Wir haben hier mit dem Leitschan hier eine gute Mobilität. Mit dem Leitschan, genau. Und ey, kommen hier gleich meine ersten Freunde. Mahlzeit. Ja, Schussrate haben wir hier mal dabei. Könnt ihr ganz gut sehen. Ihr könnt hier mit Natur sehr gut performen. Und
auch mit Magazingröße ballert die Waffen hier trotzdem noch gut rein, wie man hier ganz gut sehen kann. Also man muss die Waffen nicht auf 144 haben oder so, wenn das entsprechende passende Element noch am Start ist, dann packen die Gegner auch ein. Was ich sehr zu begrüßen finde, tatsächlich auch hier. Ich habe die auf Fußrasen gekauft, vor allem den. Ja, die sieht schön anders aus, aber ihr könnt auch ganz gut sehen, wir haben hier, war das schon alles? Hallo! Ja. Also man kann ganz gut sehen, also man muss die nicht auf komplett auf Damage blocken. Ich habe sie wie gesagt auf Funny Moment, also ich habe sie auf doppelt Magazingröße, Schussrate und Schaden gegen deine Ziele und Leitschaden und Natur geperkt. Und trotzdem kann ich hier relativ gut performen, gegen Naturhüllen als auch gegen Wasserhüllen. Gut, gegen Wasserhüllen ist die Waffe perfekt geeignet, weil sie halt Naturschaden macht, aber ansonsten kann sie auch hier sehr gut die Gegner weglöten. Ich kann auch hier durchsprayen mal kurz, gehen dann entsprechend auf die Hexen ein. Heilen uns mal kurz und ballern weiter. Ich nicht angeschossen und es ist alles weg. Man sieht also, die Hacksaw ist perfekt geeignet, um Kleinkram zu wegzuholen. Smasher, wie gesagt, kann sie zwar auch eliminieren, das ist kein Problem. Da kommt aber eher die Frage, wie lange willst du das durchziehen? Das ist ja dann eher auch nochmal die andere Sache, die man sich da auch nochmal so vorstellt. Schauen wir mal, ob er stirbt. Ja, hier könnt ihr sehen, man muss sich halt bewegen ein bisschen, um das Feuer der Höhlen entsprechend zu überleben. Gerettet. Der Leitschaden regelt auch. Da kannst du nicht auf der Stelle stehen. Also finde ich tatsächlich nicht. Und ich spiele sie sehr aggressiv. Ich habe sie damals schon sehr aggressiv gespielt mit Helen Setup. Taktisch Spezialist Rambok. Und da geht die Waffe sehr, sehr gut ab. Also kann ich da ja auch nur empfehlen. Es könnte bald sein, dass ich eigentlich Setup oder generell Setup für Waffen vorstelle. Das wird aber erst in der Zukunft kommen. Ich würde sagen, das wäre es mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns dann natürlich in den folgenden Videos wieder. Bis dahin, meine lieben Freunde, und ciao.